Ja, moin moin. Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute gibt es mal ein kleines wieder Vorher Nachher. Ich finde mit ganz ganz wenig Produkten kann man doch einen, wie man sieht, echt Freshen Effekt erzielen. Und äh, das machen wir jetzt zusammen mit einfach ein paar kleinen Produkten, die ich teilweise neu habe, wie zum Beispiel von Catrice den Under Eye Brightener. Seit zwei Tagen hier im Einsatz bei mir. Am ersten Tag habe ich es mir direkt unter das Auge gejagt, weil dafür ist er ja wohl, denke ich, auch mal gedacht. Er hält wunderbar auf und deckt auch, denke ich mal, wenn du ein bisschen Augenschatten hast und Rötung, deckt das wunderbar ab. Ist schön cremig. Preis stimmt hier. Alles gut, aber direkt, also under Eye, in meiner sogenannten Kneckebrotzone, wo die Faltenkommandozentrale ist, saß die ersten vier Stunden gut aus. Danach ist es so weggetrocknet. Das war wie. Sandpapier darunter. Deshalb habe ich heute den zweiten Versuch mit dem Catrice Under Eye Brightener und habe mir das einfach nur hingesetzt, so in augen und so weiter. Da funktioniert das, denke ich, ganz gut. Unterm Auge geht gar nicht. So, Kandidatin 2 aus der Tauschbörse vom Fan-Treffen. L'Oreal Perfect Match Nude. 100.000 Mal dran vorbeigelaufen. Und da dachte ich, ach komm, das wird ja auch nicht anders sein wie die. Age Perfect oder wie die, ne? Das wird irgendwie so ein Abklatsch sein. Nein, ist es nicht. Die ist perfekt, so wie sie auch heißt, Perfect Match. Für uns Reiferen, Häutchen einfach geschaffen. Die ist ganz flüssig, läuft, lässt sich mega gut verteilen, setzt wie eine zweite Haut. Du siehst nicht angeballert damit aus, also, ne, so mega geschminkt. Finde ich eine richtig volle, von, tolle Entschuldigung, tolle Foundation und ärgere mich richtig, dass ich die, die nicht schon früher entdeckt habe. So, abgepudert wird das Ganze bei mir nur in der T-Zone. Diese kleinen Pushis hier, sage ich mal, von Essence gibt es für kleines Geld an der Theke. Ich mache es lieber neuerdings so als mit dem Pinsel. So kann ich wirklich komplett nur in die T-Zone reingehen, weil das ölt bei mir halt wahnsinnig schnell nach. Und wenn ich ein bisschen Puder drauf mache, dann ist das schön mattiert, schön aufgehellt. Essence All About Matt kleinstes Geld, Fixing Powder. Kann ich euch nur empfehlen, ist richtig gut. Und auch die L'Oreal. War, wie gesagt, aus der Tauschbörse beim Fantreffen Und ärgere ich mich richtig, dass ich die nicht schon früh entdeckt habe. Ich finde, sie ist so ein bisschen wie die. Wie die Nabla Skin Realist, nur in einer bisschen matteren Version. So, auch aus der Tauschbörse habe ich mir rausgesucht, habe ich noch nie ausprobiert, den 1-2-3 Mixer Rouge Just Fresh. Vom Make-up-Coach. Ich war sehr überrascht über die Konsistenz. Das fühlt sich ein bisschen anders an wie andere Blushes, sage ich mal, aber hat eine sehr, sehr gute Pigmentierung. Ähm, Finde ich richtig, richtig klasse. Ich habe hier den, ich weiß gar nicht, ob es ein Blush sein soll. Ich habe das jetzt einfach als Bronzer genutzt. Dieser äh, bräunliche Ton gefiel mir richtig richtig gut. Also lässt sich gut verteilen, schöne Farbabgabe und denkt immer dran, setzt euch das in Haaransatz rein, ne? Wenn du so die Haare hochträgst und mit dem Pinsel kommst da nicht so gut rein. Fand ich einen tollen Bronzer, dann diese beiden Blushes habe ich mir einfach gemixt und du brauchst wirklich nur einmal mit dem Pinsel reinstempeln, weil das so gut pigmentiert ist. Fand ich eine tolle Sache, die Mischung aus beiden hat mir gut gefallen. Das eine dunkle war mir zu dunkel, das andere helle war mir zu hell. Zack, zack. Einmal in beide rein, bisschen abklopfen. Fand ich ein richtig tolles Produkt. Habe ich auch behalten. Ich hatte noch eine Palette, aber das war nicht so meins. Dann die Palette meiner Wahl heute gibt's bei Stylevana. Die Mode Braiding All-Take Mood Palette. Manchmal ist es ja so, ne, dass man meint so... Langweiler Paletten, das ist nichts, ne? Die sind sehr wohl was. So, Schlupflied gerecht, es ist noch früh, es hängt, fange ich einfach mit einem hellen Braunton. Gibt ähm, gibt's ja auch in allen anderen Paletten, ne? Kannst gucken, was du da hast. Setz dich einfach da an und setz mir einfach erstmal so ein bisschen eine Behelfslinie, das, was nachher so ein bisschen durchscheint, und setz mir einfach so einen helleren Braunton oben drüber. Und, ähm, da muss man gucken, Schlupflied ist ja nicht gleich Schlupflied. Es gibt kein Rezept. Ich setze an und da bin ich der Meinung, zack, setze einen Punkt hin. Und dann ziehe ich das Ganze einfach so ein bisschen über meine natürliche äh, Schlupffalte, wollte ich schon sagen, über meine natürliche Lidfalte. So, dann geht das Ganze nochmal ein bisschen dunkler. Und da setze ich auch immer den Pinsel so an, wie hier. Gucke, da soll es hin, zack über die Lidfalte drüber, also da, wo mein Schlupflid am meisten einfach ausgeprägt ist, da musst du gucken, dass du deinen zack, Punkt ganz einfach findest, ähm, dass du es einfach oben drüber auch mit der dunklen Farbe einfach so ein bisschen kaschierst, dunkel setzt zurück, hellhut hervor und die Farbe, die wir zuerst drauf gemacht haben, die scheint einfach nur so ein bisschen als Nebendarsteller durch. Finde ich sehr, sehr schön. Mag ich gerne. Und dann gehe ich einfach nochmal so in den hinteren Bereich und ziehe mir das V. Hier nochmal. Zack. Da ist der Punkt, wo das bei der Mutti hängt. Wo das Rollo runtergeht. Und da setze ich einfach die dunkelste Farbe ganz einfach hin. Das ist immer so mein Ausgangspunkt. Ausgangspunkt, Entschuldigung. Jeder hat ja so seine eigene Methode mit Schlupfliedern, so sage ich mal, zu kämpfen. Ich habe da meinen Zackpunkt da, wo ich ansetzen muss. Ne? Da geht es ganz einfach mit der dunklen Farbe bei mir weiter. So, unter den Augen habe ich hier von Avon einen ganz stinknormalen Kajalstift zum Anspitzen. Ganz oldschool habe ich mittlerweile fast alles drauf umgestellt, weil ich finde es einfach hygienischer, wenn man das Ganze einfach anspitzen kann ab und zu mal. Ähm, ist aber nur persönliche Einstellung. Mir gefällt das gut. Der ist sehr, sehr cremig in einem braun. Ich habe fast alles in bräunlich heute. Finde ich, mag ich ganz gerne tragen, auch so im Herbst, weil wenn ich mich da mal umgezogen habe und den Bademandel aus habe, sollte es heute eigentlich einen braunen Pullover geben. Das Ganze habe ich euch schon mal gezeigt, sind diese kleinen Lippenpinsel, den ich hier gerade nutze. Gibt es für Minigeld, ich glaube 1,25. Und damit fixiere ich mir einfach nochmal den anspitzbaren Kajalstift. Auch in diesen Langweiler-Paletten, so nenne ich sie ja immer liebevoll, das sind aber meine liebsten Paletten, sind auch oft Schimmertöne drin, die, wie zum Beispiel dieser hier, da dachte ich erst, also, ja gut, das ist ein Goldton, ne? aber das ist nicht irgendein Goldton, der ist cremig, der ist shiny, das passt gut zu dem Braun, finde ich dazu. Mache ich mir immer so in den vorderen Bereich des Augenlides drauf, gehe dann nochmal in die dunkelste Farbe, die ich hinten genommen habe und. Versmatsch das einfach noch mal ein bisschen miteinander, damit man halt nicht so harte Übergänge hat. So, dann geht's ran an die Augenbrauen. Das sind diese ganz normalen Augenbrauen-Liner von Catrice. Ist hinten immer ein Spoolie dran. Kosten glaube ich zwei, drei Euro von Catrice. Gibt's auch günstiger von Trended Up. Und ziehe meine drei Haare Augenbrauen oder drei Augenbrauenhaare noch mal nach. Ich habe nicht so viel Augenbrauen. Bürste das Ganze durch, hol erstmal das ganze Puder und was weiß ich, Bronzer, was da drin ist. hole das raus und ziehe einfach nochmal ein bisschen meine spärlich gesäten Augenbrauen einfach nochmal nach. Das ist ja auch immer so Geschmackssache. Jeder wie er will. Ich finde, mir langt es so für den Alltag, so wie heute, dass ich da nicht so ein Affentheater davon mache, sondern ich ziehe das einfach nach, da wo dann Lücken sind. Anschließend meine heißgeliebte Luvia-Palette, ne? Für Augenbrauen als Lidschatten, die kannst du für alles nutzen. Und dann gehe ich einfach noch mal drüber. Und Fülle praktisch mit dem Puder alles noch mal aus, damit sie einfach ein bisschen voller aussehen. Und mir langt es so für den Alltag, sage ich ganz einfach. Das ist eine anderthalb, zwei Minuten Sache. Gieß einmal rüber. Nun färbe ich sie mir auch ein bisschen, sonst wird man nämlich gar nichts sehen von meinen Augenbrauen. Mag ich richtig gerne. Kleine Wimperntusche von Aikos oder Alkos ähm, finde ich richtig gut. Kleines Bürstchen macht mega schwarz. Schnell tuschen. Wunderbar, mag ich. So, da gehe ich nochmal meine heißgeliebte Luvia Palette und nehme den dunkelsten Ton und mache mir das einfach hinten am Augenlid nochmal. Das war mir mit der Farbe aus der Palette nicht dunkel genug. Deshalb hau ich da nochmal ein bisschen, es ist fast schwarzer Lidschatten, so ganz leicht ein bisschen was drauf. Nimm nochmal den kleinen, was eigentlich ein Lippenpinsel ist, und verschärfe mir unten einfach nochmal den unteren Wimpernkranz, das war mir auch nicht dunkel genug und diese kleinen Pinsel, schaut da mal bei Rossmann oder DM, die gibt das wirklich für 1,20 oder 1,30, da, da kannst du so exakt mitarbeiten, mag ich richtig gerne, finde ich gut und unterer Wimpernkranz ist für mich jetzt dunkel genug, passt, Lippen einmal umrandet, habe ich hier von Trended Up ähm, einfach so einen Konturenstift genommen, die, die sind ja immer dankbar und ne. Stelle ich mittlerweile auch um auf Anspitzbare, aber ich brauche das natürlich auch. Und hier eigentlich ein wunderschöner Lippenstift von Avon. Das sind ja diese kleinen Slime Liner oder Feinliner, Hält den ganzen Tag wirklich, pflegt die Lippen, finde ich mega gut. Und wenn man gepatzt hat, kannst du wunderbar den Under Eye Brightener von Catrice nehmen und kannst einfach ein bisschen ausbessern. Aber direkt unterm Auge, wie gesagt, funktioniert das Ding bei mir nach dem ersten Mal nicht. Ich werde es im Auge behalten und ich finde, ganz ehrlich, mit ein ganz paar Produkten und vielleicht zehn Minuten Einsatz sind es doch wieder Welten, wenn ich jetzt nochmal angezogen werde, wäre es noch schöner, ne? Sind es doch Welten zu heute Morgen, finde ich, mit ganz, ganz wenig Dingen. Ich bin auch sehr begeistert von dieser L'Oreal Nude Foundation. Schaut euch die mal an. Ich finde, diese Mühe sollte man sich ganz einfach machen, sich zehn Minuten Zeit nehmen, gut fresh durch den Tag gehen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wir sehen uns einfach zum Nächstes Mal wieder.